Hat er nicht verstanden. Nö, hab ich auch nicht verstanden. Ist ihm auch egal. Ja, ist mir auch egal. Jetzt denkt er doch nach. Nö, ich denk nicht nach. Lena, neues Thema. Noch ein Thema. Haben wir nicht schon eins in dieser Folge gehabt? Nein, wir sind schon wieder in der neuen. Schon wieder? Ja, das Computersucht. Ja, weil Spark sein Haus immer noch nicht fertig hat. Ja, ich brauche Materialien. Sorry, gib mir dunkles Holz. Ja, baust doch irgendwie anders zu Ende. Mach so ein Halbdach. Das sieht aber lustig aus, dein Haus. Hatten wir das Thema schon mit RTL? Nö. Also, von... Oh, Alter, Spark hier oben spawnt eine Menge, ne? Von, da ist ein Creeper und du lässt ihn explodieren. Ich habe gerade eine Fackel hingesetzt einfach. Okay. Das Thema von 971 Anni. Also, mich würde mal interessieren, wie du RTL findest. Also, so Frauentausch und mitten im Leben und so. Und ob du das guckst und so. Absolut scheiße. Das ist der größte Scheiß, den ich je gesehen habe. Vor allem jetzt bei Frauen, Dingens war es ja so, bei... Sagte er und ging in den Keller. Bei der Supernanny. Da haben die doch einen Hund irgendwie Gift oder sonst Essen getan, damit sie einfach eine gute Story hatten. Und das ist jetzt erst rausgekommen, 3 oder 4 Jahre nach der Ausstrahlung dieser Folge. Echt? Das ist immens. 3 oder 4 Jahre? Ich irgendwo gehört, wie wär's? Ja, das habe ich auch gehört, aber ich war mir nicht sicher, ob das auch kann auch Fake sein, dass irgendjemand. Hast du auch das gehört, macht. Spark? Ja, ich hab's auch gehört. Das wäre schon ziemlich krass. Da sagte der Typ so: Was wäre denn, wenn der Hund stirbt? Dann haben wir ja nicht mal was zu senden. Hat der LeFloid das? Ja, der hat das auch nochmal aufgegriffen. Hattet ihr jetzt eigentlich Betten? Ah, die Sonne geht eh auf. Spark, kriege ich die Schere zurück? Gleich, wenn ich mir 3 Wolle geholt habe. Da ist halt ein Creeper bei meinem Haus und das ist das Problemchen. Moment. Aber guckt ihr selber RTL? Nein. Komplett gar nicht. Ich habe keinen Fernseher in meinem Zimmer. Nur Formel 1. Ich habe auch schon seit Ewigkeiten kein Fernsehen mehr so richtig geguckt. Also so vom Fernseher und dann wirklich geguckt. Ich gucke eigentlich höchstens mal was in der Mediathek oder so. Ich gucke eigentlich nur Fußball, Bundesliga und... Ich gucke auch online. Alles online. Schaut jemand Animes? Nee, auch gar nicht. Hab ich vor 10 Jahren geguckt oder so. Ich habe irgendwann früher mal Pokémon geguckt, aber auch nur so ganz manchmal. Ich bin irgendwie voll an mir vorbeigegangen. Ich bin immer noch drum, ob es ein Anime ist oder Zeichentrick. Dragon Ball ist auch cool. Ja, Dragon Ball ist gut. Das sind die älteren Animes. Fairy Tail, sagt das irgendjemand was? Nee. Aber hast du schon oft irgendwie erwähnt? Fairy Tail, One Piece, Detective Conan, Naruto, Shippuden. Natürlich, One Piece ist klar. Bleach kenne ich wiederum nicht. Gibt's halt ja auch schon 320 Folgen. Was? Von Bleach. Was? Bleach? Ich kenne nur, wenn man sich die Zähne bleachen lässt. Das hast du immer gemacht. Ja, natürlich. Bleach gibt's Driver. So viele Creeper. Geht weg! Geht weg! Ich lock die einfach zu Dana. Nein, halt, dann stopp. Sieht auch aus wie so ein ICE-Waggon. Nein, eben nicht. Junge, jetzt mach das nicht. Junge. Junge, hör auf. Hör auf, hör auf, hör doch auf, hör doch auf. Ich finde das hier nicht schön. Oh, Doppelschlag. Meine XP. Erfahrung. Meine ganze XP ist weg, weil mich so ein Creeper in der Luft gesprengt hat. Ja, meine auch so teilweise. Das war auch nicht schön. Nein, das war gar nicht schön. Das war Medium. Ja, so. Das war Medium. Was war nochmal das Thema? RTL. Ja, total kacke einfach nur. Ja, die suchen sich die Leute ja auch direkt so, die casten die Leute. Also da sind dann Leute echt beauftragt, die dann in der Fußgängerzone stehen und dann so gucken, der sieht lustig aus, der sieht dumm aus, den kann man bestimmt genau für so einen Hartz-IV-Alkoholiker-Person nehmen. So, ja, haben sie Lust mal bei Mitten im Leben mitzuspielen? Ja, okay. Und wie viel kriege ich da? Ja, 10 Euro. Ja, passt, okay, gut. Ja. Sind ja alles und dann, das hat ja alle, alles geschauspielert ja nur. Eigentlich alles erst und so schlecht auch noch. Mit diesem RTL-Bericht über die Gamescom, aber ich finde eigentlich. Was war schon davor? So. Ja, bei den Gamern war es nicht so bekannt. Bei der YouTube-Community. Danach ging das dann bei der YouTube-Community, aber da ging es dann vielleicht erst so los. Aber es war ja davor schon. Ganz früher war Mitten im Leben ja noch echt. Und dann also immer nur so ein ganz bisschen vielleicht gestellt. Aber mittlerweile ist es ja auch komplett. So, dass sie sogar hinschreiben müssen, alle Geschichten und Personen sind frei erfunden. Mhm.
Aber der Spaß liegt ja beim Gucken liegt ja trotzdem irgendwie daran, dass man sich so denkt, wie dumm sind die denn? Ja, das ist eigentlich so der einzige, meine Schwester. Obwohl das eigentlich voll irrational ist, weil man ja, weil es alles nur geschauspielert ist. Aber es ist halt der Effekt, so, dass der noch so dumme, ne, das sind auch irgendwelche Leute, die dann da irgendwelche. Der noch so dumme denkt, ach, die sind ja noch viel blöder. Ja, genau. Es ist einfach, hier ist jeder sich denken kann, auch es gibt Leute, die sind noch dümmer als ich. Es ist auch einfach so, wenn du RTL guckst, denke ich mir echt oft, ach, was bin ich froh über mein Leben. Wenn ich sehe, was die da so, also ich weiß, es ist nur geschauspielert, aber Alter, das ist echt schon krass, was die da für Storys sich ausdenken, ne? Mhm. So muss man auch Fantasie haben. Frank Tausch von Fernsehkritik TV ist auch mal sehenswert. Habe ich auch schon ewig nicht mehr geguckt, aber ist eigentlich nur zu empfehlen. Fernsehkritik oder Filmkritik TV? Filmkritik TV. Fernsehkritik TV. Frank Tausch ist von Fernsehkritik, ja stimmt, sorry. Nee, wie heißt denn der? Ich weiß gerade gar nicht. Aber Fernsehkritik TV. Ich kenne beides. Ja, ich kenne auch beides. Darum habe ich auch den Fall vollkommen falsch miteinander verknüpft. Oder Frank Tausch von Fernsehkritik TV. Nee, das ist Filmkritik TV, da bin ich mir sicher. Ja, da bin ich mir jetzt auch sicher. Das war ein Fail. Stirb doch! Hast du irgendwie nicht genug Holz? Oder wieso baust du dein Haus da nicht, dein Dach nicht weiter? Ich habe nicht genug Holz, ich brauche dunkles Holz. Ja, dann geh doch was farmen, anstatt hier die ganze Zeit uns. Ich habe doch Setzlinge, warum pflanze ich die eigentlich nicht hier? Pflanze ich direkt an, kannst du alles wieder runterholzen. Ah, stimmt, ich habe auch noch Setzlinge drin. Ah. Warum gehst du denn nicht farmen? Eigentlich. Ich bin noch am Bauen von dem Zeug, was ich sonst noch, oder den Rest, was ich schon übrig habe noch. Kann aber ich würde sagen, in 7 Minuten machen wir Schluss, weil dann haben wir 6 Folgen aufgenommen, das ist schon krass. Was? Nee, oh nee, ich bin auch länger. Wir müssen noch eine Folge mehr machen, mindestens, damit das hier mit dem Haus klappt. Okay, gut, von mir aus. Also, ich weiß nicht, ob es bei euch jetzt so eng wird, aber theoretisch. Für eine Folge danach habe ich noch Zeit, aber danach würde ich dann schon gern aufhören, weil 1,5 Stunden aufnehmen ist schon eine Menge und ich muss noch Hausaufgaben machen. Oh. Ich muss noch Hausaufgaben machen! Ja, Alter, tut mir leid, ich bin halt noch in der Schule und da macht man halt Hausaufgaben. Nee, ich nicht. Spark, da sind ein paar Monster hinter dir. Ich weiß. Dafür sind die großen Pausen da. Luca. Pausen da. Ich habe das letztes Jahr auch so gemacht, dass ich wirklich die meisten Hausaufgaben echt nach in Pausen gemacht habe und so, aber da ist nie was Gutes bei rumgekommen. Das Zeugnis war jetzt auch nicht so super toll. Deswegen habe ich mir jetzt gesagt, ach komm, mach's wieder zu Hause, weil ein Kumpel von mir hatte ein Zeugnis von 1,3 Schnitt. Also einer aus meiner Stufe und ich habe den so gefragt, sag mal, wie machst du das? Und er meinte, du musst einfach wirklich kontinuierlich dich an die Hausaufgaben setzen und jeden Tag 5 Minuten wiederholen. Die nächsten Fächer des Tages, man hat ja oft so 3, 4, 5 Fächer am Tag. Kurz wiederholen, was man da so gemacht hat in der letzten Stunde. Mehr ist das nicht. Ja. Ganz einfach. Und da habe ich mir gesagt, okay, gut, das machst du jetzt einfach mal. Und bisher läuft es echt extrem gut, muss ich sagen. Ja, man muss sich den System Schule anpassen, um gute Noten zu bekommen. Sich dem Ganzen unterwerfen. Immer schön nett zu den Lehrern sein, die Hausaufgaben machen brav, sich melden, auch wenn was der Lehrer hören will. Einfach nett sein, weil das bringt einen schon viel weiter im Leben. Nein, das bringt einem nicht viel weiter im Leben. Es bringt einen in der Schule, es ist so technisch weiter, dass man gute Noten bekommt. Ob es einem wirklich im wirklichen Leben weiterbringt, wage ich doch arg zu bezweifeln. Das bringt einen weiter im Leben. Seid einfach immer nett. Ja, es bringt dann immer buckeln, weiter, als immer buckeln. Fahrradtechnik hier. Nach oben buckeln, nach unten treten. Yay, alle freuen sich, toll, toll. Was? Nee, hast nicht verstanden. Ich hab gar nichts verstanden. Nach unten treten. Weil du so hoch gesprochen hast, mit deiner Stimme so hoch. Das ist die Fahrradfahrertechnik. Nach unten treten und nach oben buckeln. Ja, schön. Ich finde trotzdem, dass... hat er nicht verstanden. Nö, hab ich auch nicht verstanden. Ist ihm auch egal. Ja, ist mir auch egal. Ja, sag ich ja. Jetzt denkt er doch nach. Nö, ich denke nicht nach. Ja, ist okay. Hä, über diesen Spruch oder wie? Ja. Ja, was das bedeuten soll. Ich verstehe gar nicht, was der jetzt gerade bedeuten sollte auf den Sachzusammenhang. Ich kann nur sagen, wenn man im Leben freundlich ist, wenn man zum Beispiel eine Person jeden Morgen sieht an der Cafeteria und holt sich da ein Brötchen und wenn man immer nett ist, war es bei mir jetzt letztens so, hat sie mir gesagt, habe ich glaube ich, wie viel Geld habe ich vergessen? Ich glaube, ich habe was bestellt, irgendwie ein Brötchen oder so, hat sie dann fertig gemacht. Und ich so, scheiße, ich habe doch kein Geld mehr. Dann meint sie so, ja komm, gib's mir beim nächsten Mal. Und wenn ich immer scheiße zu der gewesen wäre, hätte sie mir das bestimmt nicht kostenlos gegeben. Dann wäre ich dann da, hätte ich dann Hunger gehabt in der Schule, auch wenn es so Kleinigkeiten sind. Ja, das sehe ich ja genauso. Immer freundlich sein und so weiter.
Aber ich meine allgemein, sich dem System in Schule so anzupassen, mit dem das halt... Das meine ich ja gar nicht. Was mit Lehrer angeht, dass man immer das... Ja, es ist oder auch im Beruf eben buckeln. Passend dazu hier... Wer ist das hier nochmal? Deichkind? Ja. Ja, ja. Halt die Deadline ein, so ist fein. Spark, soll ich dir das Holz geben, was ich hier gerade gefällt habe? Kannst du machen. Das ist das, was ich hier gepflanzt habe. Könntest du auch mal selber was fällen? Ich fäll das doch gerade schon. Nein, ich meine, so. Aber ich habe es hier immerhin selbst gepflanzt und jetzt wird das hier, wird hier Raub, hier Raubtier, Abbauer, Concrafter kommt an und holzt alles weg vor meiner Nase, obwohl ich das alles brauche. Ja, du hättest es doch Spark gegeben. Nee. Ja, doch, ein bisschen hätte ich ihm gegeben, vielleicht. So, da hast du. Ich brauche es aber auch selber. Alter, ich dachte, du baust jetzt dein Dach zu Ende. Ach so, ja, das kann ich auch machen. Sorry, aber da schaffen wir sonst nichts, Spark. Doch, es passt. Schaffen wir. Ich muss mir jetzt auch erst überhaupt mal... Hey, was ist hier passiert? Ach so. Wer es aus meiner Sicht sieht, der ist ja noch gar nicht gesehen, was hier überhaupt drin ist alles. Oh, ich sieht auch nicht schlecht aus. Das sieht voll gut aus. Ich bin noch lange nicht fertig hier. Bücherregale gibt es leider keine. Brauchen wir nämlich Kuhleder, gell? Na, stimmt. Habt ihr Bricks zufällig? Brick allgemein? Nee, bei PogChamp Media dürfte im Ofen noch ein ganz bisschen sein. Bau es einfach vom Dach ab. Weil Brick wäre ganz cool, da bräuchte ich ein bisschen was und Eisengitter. Wäre toll. Alter, aber das hier oben willst du nicht auch noch fertig bauen, oder? Zumindest das Dach nee, drauf. Ich stell einfach ein simples Bett rein, dann ist gut. Jetzt so in die Mitte. Ihr hetzt mich. Lass mich. Ja, Alter, ja. Schneller. Mach. Mach schneller. Jetzt schneller hier. Soll ich dich schlagen, ey? Oh. Hör mal auf, ich hab noch 3 Herzen, ich sterb gleich. Denkst du, ich hab mehr? Was? Wie viele Herzen noch? Wie viele? Dena, wie viel hast du noch? Genug. Und ich hab ein Eisenschwert. Nö, das ist kein Eisenschwert. Ja, okay, stimmt, aber das ist ein Steinschwert. Ich hab ein Eisenschwert. Ups, aber ich könnte mir eins machen. Nein, hör auf, das tut weh. Alter, was ist denn das da? Warte, was? Ich möchte dich nicht schlagen. Was ist das? Hä? Warum ist hier so eine komische Wand? Ja, weil ich das alles jetzt ersetze. Durch dunkles Holz? Ich mach alles neu. Das ist Dena 2.0. Au! Alter, du bist so witzig, Junge. Na, Junge, hau auf. Jetzt ist echt nicht. Jetzt ist kein Spaß mehr. Bau lieber weiter. Was? Bau lieber weiter an deinem Dings. Psst. Wenn du einfach was sagst. Warte, ich baue noch ein paar Bäumchen hin. Schön. Neben ein Dings. Ah, dein Hund knurrt mich an. Das ist nicht meiner. Ja, Sparks. Ja, ist meiner, aber der hört nicht auf mich. Ich kann den nicht mehr wieder wegbewegen. Der sitzt der oder steht der bei euch? Bei mir steht der. Der steht bei uns. Der bewegt sich aber nicht. Soll ich den mal töten? Ja, versuch's. Nee, er schafft's nicht. Oder? Doch. Der andere Hund reagiert auch nicht. Eigentlich gehen dann die ganzen Homies mit drauf. Naja. Oh, Hacke kaputt. So, das Gras setze ich jetzt hier hin. Schön. Ein bisschen wilder. Toll. Ein wilder. Kann es sein, dass schon wieder Nacht wird? Wollen wir jetzt zum ersten Mal die Nacht überspringen? Hat jeder genug für ein Bett? Ich hab ein Bett. Ich müsste mir eins craften, Moment, ja. Ich crafte mir auch gerade mal eins. Wo hatte ich aus denn? Aus oranger Wolle. Mhm. Voll individuell und so. Wir können gleich wieder ein neues Thema anritzen. Gleich, noch nicht jetzt. Ich ritze schon mal an, ne? Mein Bett ist voll schön, ey. Ich bin auch voll schön, ey. Mein Bett ist so schön. So schön. Ich glaube, ich farm gleich ein bisschen Holz, dann baue ich die Farm einfach hier hinten nochmal dran. Dann kann ich das Ganze noch verlängern, beziehungsweise noch mehr dahin. Ey, lass die Bäume aber mal hier stehen lassen, okay? Die sorgen irgendwie für so ein besonderes Feeling. Für so ein Flair, meinst du, ne? Ja, wie in so einem Wald, weißt du? Batz, 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 Junge. Batz, batz. Hier. Boah.
fehlt nur noch, ich baue hier gleich einen Snow Golem hin. Nein! Nein! Können wir pennen gehen, oder? Na, oh, schade. Darf ich ein? Wollen wir pennen gehen? Ja. Ich lieg schon längst. Nein, du kriegst keinen. Ich bin schon im Bett. Ich auch, Moment gleich. Alter, Luca, es ist Schlafenszeit. Dena, das sieht jetzt richtig geil aus, der Weg da. Voll jetzt geh nicht pennen, ich will weitermachen. So. Gute Nacht. No sleeping, it's the weekend, ja, ja. When the DJ plays the right songs. Go drink, go party all Thema. Night long, woo! Ja? Thema. Wo bist du? Ja, ich bin hier. Thema. Thema? Achso, Thema.